Herzlich willkommen bei Path of Gaming hier in einem neuen Video. Wir sind jetzt in Folge 2 in der Vorbereitung für die Nationals. Wir schauen uns an, was letztes Wochenende passiert ist und wie sich das Format entwickelt, damit ihr gut vorbereitet seid für eure Nationals. Los geht's nach dem Intro! Da sind wir auch schon im Video. Wie auch im letzten Mal fangen wir an und machen uns einen kurzen Überblick über jetzt die aktuelle Lage, wie der Top Cut Breakdown aussieht, welche vier Decks oder natürlich auch mehr Decks wie in diesem Format interessant sind und auch viable sind für die Nationals und wie diese auch entsprechend in den letzten Nationals abgeschnitten haben. Wir sind jetzt ungefähr im Mittelfeld. Wir haben über 11 Nationals durch, das heißt, da sind nicht mehr so viele Nationals offen. Ich glaube, es sind noch 8 oder 11, da war man sich nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall, wir sind jetzt quasi im Mittelfeld. Das heißt also, es sind wirklich nicht mehr viele Nationals offen. Und auch die deutsche Meisterschaft rückt immer näher. Und auch meine Nationals, die ich dieses Jahr spielen werde in Holland, rückt näher. Die findet schon nächste Woche statt. Das heißt also, die Vorbereitung kommt jetzt langsam, aber sicher auf Hochtouren. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was sich so wirklich hier im Pie Chart verändert hat. Dazu nochmal Grüße gehen raus an Lempi, der hier wirklich in dem Spreadsheet, was ihr unten in der Videobeschreibung findet, jederzeit aktualisiert, sodass man da wirklich einen guten Überblick hat und dort auch auf alle Decklisten eingehen kann. Unter anderem haben wir aktuell, dass wir 30% Kaschierer haben, das heißt ein Drittel der Decks und Topcuts sind aktuell Kaschierer, sehr dominant. Danach haben wir Super Heavy Samurai mit 15%, das heißt, hier nochmal die Hälfte von den Kashtira-Spielern sind Super Heavy Samurai-Spieler. Dann als nächstes Branded, dann Labyrinth, dann Mathmag, dann Pooley. Das Deck ist jetzt so, wo wir heute auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen werden, weil das so langsam aus der in Anführungsstrichen Versenkung, beziehungsweise nicht Versenkung, sondern aus der Unbekanntheit beziehungsweise Unentforschtheit herausgekommen ist und jetzt langsam auf dem Radar der Spieler ist. Dann haben wir Sprite und dann haben wir noch Others, auch mit 15,6, was ja auch quasi in der Höhe ist von den Super Heavy Samurais. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann sehen wir ganz klar, dass wir Kashtira hier als Hauptfavorit auf jeden Fall haben und das natürlich auch entsprechend beachten müssen, gerade weil viele Karten gegen Kashtira gut sind. Aber natürlich kann Kashtira auch viele Karten spielen, die gegen andere Decks gut sind, zum Beispiel Shifter und ähnliches, was das natürlich deutlich erschwert. Wenn wir uns jetzt hier noch anschauen, dann ist als nächster Contender, wie bereits erwähnt, Super Heavy Samurai dran. Und dann geht es erst mit Prended, Labyrinth, Mathmag und Pooley. Die sind alle so auf einer Stufe. Die sind ziemlich nah beieinander. Auch Sprite ist noch nah dabei. Das sind so die nächsten Decks. Ich habe das jetzt hier mal als Vierer-Kategorie gemacht, welche Decks ich aktuell viel erwarte auf Nationals und wo ich auch denke, dass die auf jeden Fall was reißen können, beziehungsweise die Nationals gewinnen können. Das ist einmal natürlich Kashtira, Super Heavy Samurai und Pooley. Pooley wird mehr und mehr immer mein Favorit zum Spielen, denn ich mag das Deck mittlerweile sehr. Mir gefällt der Spielstil und es macht deutlich mehr Spaß als Kashtira zu spielen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das weniger brickt und beziehungsweise einfach mehr belohnt, wenn man besser spielt als jetzt bei Kashtira zum Beispiel. Und als letztes gibt es da noch Labyrinth, was ich jetzt hier in dieser Vierer-Kategorie aufgewählt habe. Als nächstes schauen wir uns mal die Ergebnisse vom letzten Wochenende an. Da gab es ja fünf Nationals, die schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Und da seht ihr jetzt im Hintergrund die Ergebnisse des letzten Wochenende. Da hatten wir zum Beispiel in Bulgarien, Entschuldigung für die Aussprache gerade, 154 Spieler, in Kroatien 192 Spieler, in Spanien 380, in Österreich 300 und in Belgien 197. Also das heißt auf jeden Fall in jedem Turnier deutlich mehr als 150. Und ja, ich denke, dann ist das schon ein bisschen ausdrucksfähig. In Bulgarien hat Prended gewonnen. Grüße, oder beziehungsweise nicht Grüße, sondern Glückwünsche gehen hier raus an Viktor. In Kroatien hat Luka gewonnen. Grüße gehen hier, oder beziehungsweise Glückwünsche gehen hier raus an Labyrinth. Dann in Spanien hat Anthony gewonnen mit Sprite. In Österreich hat gewonnen Anzisu. Entschuldigung, falls das... Es wird definitiv falsch ausgesprochen sein, aber ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Entschuldigung an dieser Stelle, aber trotzdem Glückwünsche von meinerseits. Und dann in Belgien hat Christoph
Christoph Fee mit Pulli gewonnen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann haben wir hier Branded, wir haben Labyrinth, wir haben Sprite, wir haben Kashtir und wir haben Pulli. Das heißt, wir haben fünf verschiedene Decks, die hier quasi die Nationals gewonnen haben. Mit allen, die wir auch schon ein bisschen genannt haben und uns angeschaut haben. Was ich zu Branded jetzt erstmal sagen kann, ist zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, wenn du mit Branded ein Turnier gehst, musst du durch die Vorrunden relativ viel Luck haben, denn dort werden viele Ashes und Ähnliches gespielt. Wenn du die Vorrunden aber schaffst zu überstehen, kann ich mir gut vorstellen, dass du einen Vorteil im Top-Cut hast, weil da werden dann weniger Ashes gespielt, denn die meisten Leute, die jetzt ihre Decks bauen, vertrauen eher nicht so auf Ash, wenn sie sowas wie Super Heavy Samurai, Entschuldigung, wobei da schon, wenn sie so etwas wie, ja, Kashtira spielen oder Purli, da vertrauen sie nicht so auf echt, sondern auf andere Handtraps. Und dann hat man halt da natürlich da einen gewissen Vorteil bzw. einen gewissen Vorsprung. Ihr könnt jetzt unten die Frage sehen, wo ist Super Heavy Samurai? Und die Frage stelle ich mir wirklich. Super Heavy Samurai hat viele Top-Cut-Zahlen. Wir haben gesehen, vorhin 15 Stück, die Hälfte von Kashtira, hat aber leider noch keinen eigenen Win geholt. Liegt vor allem daran, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das Deck halt dadurch, dass es keine Spells spielen kann, schon einen großen Nachteil hat, wenn wir in Game 3 gehen, beziehungsweise wenn es nicht First gehen kann. Da gibt es auch eine ziemlich gute Erklärung, die ich gehört habe. Zum Beispiel, da hat jemand Super Heavy Samurai gespielt. In Game 3 hat er gegen ein anderes Deck gespielt. Der hat einfach Anti-Spell geflippt und da war einfach keine Chance mehr für den Super Samurai-Spieler. Der kann seine Panel-Scales nicht legen und ist damit schon einen Großteil seines Decks rausgenommen. Das ist natürlich ziemlich hart und er hat halt auch keine Spell Traps Removal quasi, die er nutzen kann, um das Ganze zu zerstören. Da ist der große Nachteil von Super Heavy Samurai. Wir schauen uns jetzt an, was sehr relevant war von den Nationals, welche Karten und ähnliches. Auf geht's! Welche Auffälligkeiten gibt es diese Woche oder generell aus den Nationals, was ich jetzt so rausziehen kann? Zum einen, wir haben jetzt teilweise in vielen Decks gesehen, dass deutlich mehr Handtraps und Boardbreaker gespielt werden. Ich werde dazu nachher auch noch ein paar Listen einblenden. Also hier wird jetzt eher auf eine Kombination aus Handtraps und Boardbreakern vertraut. So, dass man quasi zum Beispiel mehr Talent spielt und trotzdem relativ viele Handtraps auch spielt, aber so eine Kombination quasi aus beidem. Ich habe auch teilweise Dark Cooler Main gespielt oder auf Lava Golem, weil das ja auch ein Boardbreaker ist. Und diese Kombination aus beiden ist natürlich ziemlich interessant. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass sich das Meta jederzeit shiften kann und dass natürlich auch die YCS-Philly, die dieses Wochenende stattfindet, dafür auch sehr interessant ist. Die Ergebnisse von der YCS-Philly besprechen wir natürlich nächste Woche in Folge 3. Schauen wir uns nun an, was als nächster Punkt hier aufgeschrieben ist. Und zwar, das ist, Heavy Samurai hat noch kein Event gewonnen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Das finde ich an sich ziemlich schade, weil ich das Deck ziemlich stark finde. Aber es hat halt viele Konterkarten, gerade wenn du keine Spell Trap spielen kannst. Das ist schon eine Sache, die sehr einschränkt. Ich finde, dass das Deck sehr gut ist, um in den Top Cut zu gelangen, aber im Top Cut dann natürlich irgendwann versagen, wenn du deshalb noch keinen Win hast. Dann sehen wir, dass es mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Side-Deck-Optionen gibt. Ich werde nachher gleich in dem nächsten Bild nochmal ein paar Karten zeigen, die ich aktuell sehr interessant finde. Da sind natürlich auch Karten dabei, die man aktuell im Sideboard spielen kann. Ich überlege, dass wir noch ein Video machen für Sideboarding, wo wir uns nochmal ein bisschen was anschauen für die Nationals, was man da am besten signen kann und ähnliches. Lasst doch mal ein Like da, sodass wir am Ende mindestens mal auf 10 Likes sind und dann haue ich das Video sehr gerne raus. Das ist auf jeden Fall ein Anspruch an euch, würde mich sehr freuen an dieser Stelle. Und natürlich, wer noch kein Abo dagelassen hat, auf jeden Fall auch da lassen. Weiter geht's hier im Text. Es ist so, dass sehr viele Floodgates jetzt vermehrt im Side-Deck gespielt werden. Unter anderem Beschwörungslimit, Anti-Spell, wobei der ja auch teilweise schon vorher drin war. Dann habe ich gesehen, bei Labyrinth, die haben ja sowieso so viele Optionen, dass auch Ghost-Match und ähnliches gespielt wurde. Aber auch Pulli hat jetzt bei dem National Champion von Belgien zum Beispiel auch drei Rivalitäten gespielt. Also von daher, da kommen wir auch langsam ran, dass da mehr Floodgates wieder gespielt werden, gerade für Going First. Und das ist natürlich sehr relevant und sehr wichtig, wenn wir das wissen. Dann kommen so Karten wie Cosmic Cyclone vielleicht eher wieder in Betracht, wobei Lightning Storm natürlich auch selbst sehr stark ist. Dann der nächste Punkt, ist, den hatten wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Also Kash ist natürlich sehr oft vertreten und sehr, sehr dominant. Es hat 30% der aktuellen Top-Cuts. Das heißt, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid und ihr wisst, wie gut
wie man Cash spielen kann. Und fühlt euch oder sagt euch, okay, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr damit was reißen, beziehungsweise ihr könnt davon ausgehen, dass ihr das Deck gut spielen könnt, dann spielt es auf jeden Fall auf dem Event. Weil ich finde, das ist ein sehr guter Pick und ihr könnt auf jeden Fall damit ein Turnier gewinnen, beziehungsweise auf jeden Fall in den Top Cut kommen. Dann Pooly kommt so langsam ins Meta an, das hatten wir ja auch eben besprochen. Zum Beispiel Adrian Dusso, und Grüße gehen hier raus, ist Zweiter geworden bei der österreichischen Meisterschaft, auch mit Pooly. Und in Belgien hat Pooly gewonnen. Und PEC hat hier zum Beispiel auch, das ist jetzt zwar nicht in der Nationals, aber in der Regional, auch mit Pooly die Top 8 erreicht. Wobei ich das, glaube ich, im letzten Video schon mal angeschnitten hatte. Deshalb, also da kommt Pooly immer mehr und mehr ins Spiel. Ich finde das Deck auch ziemlich cool und ziemlich stark. Ich denke, es wird so langsam aber sicher den Platz im Meta finden. Und gerade weil es noch nicht so den meisten auf dem Radar ist, hat es natürlich auch noch so einen gewissen Nischenvorteil. Dann, was ist der nächste Punkt? Wir haben sehr, sehr viele Decks, aber es gibt so drei, vier Favoriten, die ich vorhin schon mal genannt habe, unter anderem Kashtira. Ist das nämlich so oft das Deck, es tut mir leid, aber es ist halt das beste Deck aktuell. Dann Labyrinth, dann auf jeden Fall Pooly und Super Happy Samurai. Man kann vielleicht noch Sprite dazu erwähnen, weil Sprite eine ziemlich gute Zahl hat an Wins. Aber ich denke, dass Sprite den einen oder anderen Nachteil noch davon hat. Klar, es kann sehr viele Non-Engine-Karten spielen, aber das Problem ist, bei diesem diversen Format ist es natürlich schwer, die richtigen Non-Engine-Karten auszuwählen. Dies ist natürlich dann auch entsprechend schwer im Sprite, ne? Und die Karten selbst, die Engine ist relativ gut, aber auch relativ schwach, wenn es um die einzelnen Monster geht. Also da bist du auch manchmal ziemlich schnell von Handgriffs getroffen. Dann unter anderem, was haben wir noch? Side-Deck und Matchups werden sehr wichtig. Das heißt, man muss wirklich hier das Side-Deck ziemlich stark bauen und aber auch auf die richtigen Matchups treffen hierbei. Ne? Das ist auch so ein bisschen Glück wieder dabei. Aber ich denke, man kann das trotzdem machen. Man kann sich ziemlich gut vorbereiten, die meisten Decks wirklich kennen und auch wissen, was man dagegen sidet. Und dann hat man natürlich einen großen Vorteil, wenn man gegen das ein oder andere Matchup trifft. Wobei es natürlich immer noch etwas Glück ist, weil jedes Deck hat quasi seine eigenen Stärken und Schwächen und kann natürlich so gegen das ein oder andere Deck besser mithalten als gegen das andere. Aber durch das Side-Deck kann man das entsprechend dann ausgleichen. Und der letzte Punkt ist quasi, dass man wirklich den Fokus auf also auf das bestimmte Deck setzen sollte. Entschuldigung, den Fokus auf bestimmte Decks setzen sollte. Das heißt, dass man wirklich den Fokus auf, ja, ich sage mal, drei oder vier Decks im Sideboard setzt, in der Hoffnung, oder was heißt in der Hoffnung, wo man denkt, okay, die wird man auf jeden Fall auf dem Turnier treffen. Zum Beispiel mit hier in dem Falle werde ich auf Super Elf Samurai treffen, ich werde auf Kashtira treffen, ganz, ganz sicher. Ich werde auch auf Pooly treffen, da bin ich mir auch sicher. Und dann kommt so Mathmag, Branded und Co. weiter. Aber auf diese drei Decks kann ich mich schon mal sehr gut vorbereiten, wobei ja auch Labyrinth auf jeden Fall dabei sein wird. Also auf diese vier Decks, das klingt besser, kann ich mich auf jeden Fall schon mal vorbereiten und ein entsprechendes Sideboard dagegen bauen. Jetzt schauen wir uns noch mal ein paar Karten an, die auf jeden Fall relevant geworden sind oder die interessant sind. Auf geht's, Dive! So, und da haben wir jetzt die Karten wieder im Hintergrund. Wie euch schon wahrscheinlich aus dem letzten Video noch auffällt, wer das noch nicht geschaut hat, auf jeden Fall reinschauen. Folge Nummer 1 ist hier mit einer Playlist entsprechend verlinkt. Aber jetzt direkt dazu, da war Talent genannt und ich habe auch in dieser Folge wieder Talent dabei, denn in meinen Augen ist es mit die beste Second-Karte oder auch Going-First-Karte aktuell, da so viele Handjobs gespielt werden und sie dir einfach zwei Karten gibt oder du schaust in die Hand des Gegners oder übernimmst ein Monster, je nachdem, was du gerade von den drei Effekten brauchst. Und du da halt wirklich, wenn du ein bisschen behind bist, dadurch wieder nach vorne kommst und das Spiel in deine Richtung auf jeden Fall drehen kannst. Dann ist mir aufgefallen, dass jetzt wieder vermehrt Nibiru gespielt wurde. Gerade im Pooly oder ähnliches wurde der auch gespielt und natürlich in Super Heavy Samurai. Das heißt, für Kashtira bedeutet das, man muss da deutlich wieder mehr drumherum spielen. Aber auch für die anderen Decks heißt das etwas. Also man muss den auf jeden Fall wieder ein bisschen respekten. Kann sich aber natürlich jederzeit wieder shiften, denn wenn jetzt jeder merkt, okay, es wird Nibiru gespielt, dann spielen die Leute wieder drumherum. Dann ist Nibiru wieder nicht mehr so gut, dann wird Nibiru wieder nicht mehr gespielt, dann können die Leute wieder aufhören, drumherum zu spielen und so. Ihr kennt das Spielchen, das ist ja die ganze Zeit immer ein Hin und Her. Dann als nächste Karte, die auch sehr auffällig war dieses Wochenende, war Lava Golem. Wurde jetzt in vielen Sideboards gespielt, auch gerade im Pooly, im Main Deck, auch von Adrian Dursun zum Beispiel. Grüße gehen hier nochmal raus. Der hat die Karte auf jeden Fall im Main Deck gespielt
um halt dadurch seinen Vorteil zu erwirtschaften und zwei Monster vom Gegner quasi wegzutributieren. Das kann Kashtira natürlich auch machen. Dementsprechend denke ich, dass das auf jeden Fall eine gute Karte sein kann und man muss die auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Natürlich die ganzen Kaijus und Einsatzunterwelt und Co. muss man auch auf dem Schirm haben, aber auch auf jeden Fall Lavagole. Als nächste Karte, Einbildungsunterwäldler, ist jetzt auch in dem einen oder anderen Side-Deck schon aufgefallen. Ist eine ziemlich gute Karte, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Karte weiterhin an Popularität gewinnt und gerade in verschiedenen Decks ziemlich gut ist. Vor allen Dingen, weil auch viele Decks wie Super Heavy Samurai oder so nur langsam ein Out darauf haben, wie zum Beispiel Eccentric oder ähnliches. Und da kann natürlich so ein Einbildungsunterwäldler, wenn man mehrfach Gantrap Duel oder schon das Spiel trotzdem wieder für sich entscheiden. Dann haben wir Blitzsturm, Spell Trap Removal, auch sehr wichtig, gerade wenn jetzt wieder mehr Floodgates gespielt werden, was ich vorhin erwähnt habe, ist die Karte natürlich ziemlich wichtig, um diese Floodgates vorher beseitigen zu können. Und sie ist natürlich auch gegen Monster in Angriff gut, wobei das bei vielen Decks jetzt eher nicht der Fall ist, wobei Super Heavy Samurai die Monster eher in Angriff beschwört. Aber die haben sowieso so viele Negates, deshalb ist die Karte da eher schwierig gegen zu boarden. Aber man kann sie auf jeden Fall gegen die Spell Traps und ähnliches boarden. Dann haben wir Zeus, der ist auf jeden Fall, oder Zeus, der ist auf jeden Fall sehr wichtig zu erwähnen, denn gerade Pulli spielt extrem auf Zeus. Da habe ich zum Beispiel aktuell im Extra-Deck auch drei Kopien von drin, damit ich halt wirklich das Feld entsprechend wipen kann und auch das Kashtira mir die nicht klauen wird. Und das ist natürlich auch ziemlich wichtig. Ich denke, dass Zeus aktuell oder Zeus auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, um halt auch wirklich die Felder zu clearen und auch die Möglichkeit zu geben, dass man quasi, wenn man zurückliegt, im Feldvorteil das Feld wieder nehmen kann und so wieder quasi den Feldvorteil neu aufbauen kann. Dann haben wir Schwarzes Loch, was mir auch ein bisschen mehr in der letzten Zeit aufgefallen ist. Gerade in der Liste von Anthony Lopez, die jetzt auch im Anhang für euch ist, also quasi nach dem Sprechen, da zeige ich euch die Liste nochmal. Da war die auf jeden Fall auch zu sehen. Und dann ist die Karte ist natürlich ziemlich gut. Und ja, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass die auch weiterhin gespielt wird. Gerade mit Trust und ähnliches hat man hier auf jeden Fall die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und sie klingt ähnlich wie Blitzsturm, ist aber ein bisschen besser, weil du teilweise sowas wie Ippli oder ähnliches bei dir aber selbst weglegen kannst. Und kannst natürlich auch mit Trust und ähnliches suchen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Nur bei Pulli oder so finde ich sie zum Beispiel nicht so gut, weil du deine eigenen Monster damit ja auch zerstörst. Dann haben wir noch als letzte Karte eine Karte, die ziemlich neu dabei gekommen ist, die jetzt aber auch vermehrt Play gesehen hat, gerade im Handtrap-Bereich. Das ist Geist-Ogre oder Ghost-Ogre besser gesagt, Geister-Ogre auf Deutsch, weil der ziemlich gut ist gegen Pulli und Super Heavy Samurai und auch, ja, doch gegen die beiden Decks ist er ziemlich gut, gegen den Rest eher so okay, aber der ist halt wirklich dadurch sehr gut, dass er die beiden Decks targetet und wenn die mit sehr oft gespielt werden, wie zum Beispiel wie auch Kashtira, und Kashtira ist ja auch relativ okay, wenn du Burf oder sowas damit nimmst. Das heißt also, die Karte kann auf jeden Fall schon ziemlich gut kommen und trifft auf jeden Fall Super Heavy Samurai und Pulli sehr stark. Deshalb war sie auch jetzt vermehrt vertreten und ich denke, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Karte auf jeden Fall auch im Main oder im Side Deck aktuell hingehört. Das waren so die Daten, die ich euch jetzt erstmal weitergeben möchte von dieser Woche in Folge 2. Wir schauen uns natürlich nächste Woche Folge 3 an. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst und natürlich gerne in die Kommentare schreibt, was euch aufgefallen ist in dieser National, was ihr aus dem Spreadsheet lesen könnt und so, dass wir quasi da weiter interagieren können. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall noch für euer Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge bzw. das nächste Video. Und Leute, bleibt immer locker. Auf geht's in die Nationals!